Ja, ich beginne auf nicht ungewöhnliche Weise mit der Vorstellung der Leute, mit denen wir reden wollen. Herr Matthias Walden, Sie waren zu jener Zeit, nicht? Die Mai-Ereignisse 68, glaube ich, beim Verlag Springer, und zwar bei der Zeitung Welt. Das ist nicht ganz richtig, Herr Nenning. Das war damals schon und ist heute noch eine vom Intendanten des Senders Freies Berlin genehmigte Nebentätigkeit. Hauptberuflich war ich immer beim Sender Freies Berlin als Rundfunk- und Fernsehkommentator. Sie haben Artikel geschrieben in der Welt, ja. Und waren mehr oder minder dagegen, sagen wir es mal so. Wenn ich das bejahen oder verneinen sollte, müssten Sie erst sagen, wogegen. Ja. Rudi Dutschke bedarf also, wie man so schön sagt, keiner weiteren Vorstellung. Du bist jetzt in Groningen an der Universität, nicht? Und arbeitest für Lenin oder so wie? Deutschen im Ausland, ja. 2,5 Monate Verträge, ist er im Ausland wert, im Inland ist er seit einem Jahrzehnt nicht wert, reingelassen zu werden. Was die Universität ist das ein effektives Aufenthaltsverbot? Oder? Nein, ich gehe regelmäßig rein. Dieses Recht wird mir keiner wegnehmen können. Aber es gibt für einen wie mich offensichtlich keine Möglichkeiten, ein Job, sagen wir's, was die Universitäten betrifft, etc. Aha. Also Berufsverbot ist wohl der Begriff, der darunter zu verstehen ist. Daniel Cohn-Bendit lebt jetzt in Frankfurt, nicht? Richtig. Kneipenwirt oder Buchhändler? Nee, of course. Nein, nix. Ich bin Arbeitsloser. Arbeitsloser. Und beziehe stolze 900 Mark vom deutschen Staat. Und ich bin einer von denen, die stolz drauf sind, Arbeitslose zu sein. Wieso so viel? Das ist 900 Mark. Ich bin halt, hab mich bemüht, jahrelang also hab ich Teil, bezahlt. Ja. Ich war Buchhändler, da habe ich einen hohen Lohn zum Teil gekriegt. Und jetzt arbeitslos. Aber einer von denen, die sich auch nicht bemühen, Arbeit zu finden. Es wird mir auch keiner irgendwelche geben. Und ich war mal Kindergärtner, aber da bin ich rausgeflogen. Aus den gleichen Gründen wie der Rudi, weil der Staat dich weiter bezahlt. Berufsverbot nennt man das. Ich könnte ja die Kinder infizieren. Zwei Geschädigte. Herr Kurt Sontheimer, Sie sind Politik. Geschädigt oder umgekehrt diejenigen, die von Geschädigkeit sprechen, umgekehrt? Ja, das werden wir rausfinden. Das werden wir rausfinden, möglicherweise. Herr Sontheimer, Sie sind an der Universität München Politikwissenschaftler. Stehen sozusagen auf dem Podest einer ganzen Gruppe von Büchern, die Sie geschrieben haben. Ich glaube, zunächst einmal ist es bei Ihnen hauptsächlich gegangen auch um Faschismus, Analyse und so wie. Sie waren so ein bisschen dafür, für die Mai 68er Bewegung, und dann eigentlich haben sie sich gedreht oder so. Ich sage das absichtlich jetzt sehr ungenau, damit man dann... Naja, immerhin, was in dem Zusammenhang vielleicht doch ganz interessant ist, ich war ja zu der Zeit, also zu dem Jahr, von dem wir sprechen, auf das wir zurückblicken wollen, 68, in Berlin an der Freien Universität und habe Rudi Dutschke x-mal nicht in den großen Versammlungen, die damals stattfanden, reden hören. Ich kann mich auch noch ganz gut an eine Rede im Auditorium Maximum von Daniel Cohn-Bendit erinnern. Damals hat er uns vorausgesagt, dass in 3 Wochen de Gaulle nicht mehr an der Macht sein wird. Das war kurz. Ja, es haben sich schon alle möglichen großen Geister getäuscht. Außerdem hat es ja gestimmt dann letztlich. Bitte? Es hat ja dann gestimmt. Naja, aber so aus ganz anderen Gründen. Nee. Bitte, da sind wir eigentlich schon drin und fast zögere ich, das jetzt abzubrechen, weil es ja ein schöner Einstieg ist. Aber doch, ich habe also noch was ganz brandaktuelles vor mir liegen. Ein Fernschreiben betreffend einen Aufruf Jean-Paul Sartres zugunsten Cohn-Bendits. Ja. Ist dir bekannt, nämlich auch? Ja. Das ist so ganz neu ist es ja gar nicht. Ich lasse es in Le Monde und da sehe ich es also jetzt sozusagen fernschriftlich. Sartres sagt da ironisch, Cohn-Bendit habe doch, beziehungsweise habe doch eben nicht die Mai-Ereignisse geschaffen wie ein Bildhauer eine Statue. Und wenn das nicht so ist, warum lässt man eigentlich nicht mehr herein nach Frankreich? Er hat doch nichts getan, wofür man ihn allein verantwortlich machen könnte. Doch in den Augen der französischen Regierung, schreibt Sartre, verkörpert er alle Franzosen, die in diesem Augenblick handelten. Ja, dann gibt es noch so einen Satz, der sicher auch recht wichtig ist in dem Zusammenhang.
Was ist aber dieser Ausländer für die Herren Minister, nämlich in Frankreich, ein deutscher Jude? Unsere Konservativen betrachten ihn einmal als Franzosen, einmal als Deutschen, oder doch weder als Franzosen noch als Deutschen. Er stellt die verhasste Rasse dar, die von einer Nation zur anderen zieht und sich nirgends anpasst. Das ist dann wahrscheinlich nicht irgendwie nur gemeint biologisch, sondern auch politisch, nehme ich an. So, und jetzt würde ich sagen, der ORF hat im Jahr 1968 eine Jahresrückschau gemacht, ein Filmchen. Das schauen wir uns jetzt an. Und ja, und dann reden wir über das, was wir zu reden ja ohnehin schon begonnen haben. Das wird in der Qualität etwas schlecht sein, hörte ich, aber... 11. April 1968. Rudi Dutschke auf der Tragbahre. Der 23-jährige politische Einzelgänger Alfred Bachmann hatte auf den linksradikalen Studentenführer mehrere Pistolenschüsse abgefeuert. Dutschke, der auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen war, stürzte auf die Straße und blieb schwer verletzt liegen. Die Polizei verhaftete den Attentäter, sperrte den Tatort ab und sicherte die Spuren. Zwei Tage später meldete die deutsche Presseagentur aus West-Berlin die schwersten Studentenunruhen seit dem Bestehen der Bundesrepublik. Die Demonstrationen nahmen solche Formen an, dass Bundeskanzler Kiesinger einen persönlichen Appell an die Studenten richten musste. Gewalt wird gegen Gewalt hervorrufen, sagte er. Man hörte seine Warnung nicht. Im Mai brannte Paris. Explosionsartig entlud sich das soziale, wirtschaftliche und politische Unbehagen der Studenten. Bei den Arbeitern waren die revolutionären Aktionen der Studenten zunächst auf Misstrauen, ja sogar auf offene Ablehnung gestoßen. Erst als die Regierung auf scharfen Kurs ging, schlossen sie sich ihnen in immer größerer Zahl an. Das Ende war der Generalstreik. Fast 10 Millionen Franzosen legten die Arbeit nieder. Die Fünfte Republik schwebte in Lebensgefahr. Diese Jugend steht nicht mehr im Einklang mit dem Kosmos, erklärte Kulturminister André Malraux in einem Interview. Die Besetzung der Renault-Werke, von wo die Streikbewegung ausgegangen war, kommentierte Minister Malraux mit den Worten: Wenn die Regierung die Barrikaden nicht durch den Einsatz der Bereitschaftspolizei, sondern durch den Einsatz von Panzern hätte beseitigen wollen, wäre alles schnell beendet gewesen. Trotz Brandlegung und Barrikadenkampf habe man die Mai-Ereignisse in Frankreich immer als etwas außerordentlich Oberflächliches betrachtet, sagte Malraux abschließend. Manche Parolen der Studenten seien einfach ein Witz gewesen. Tja,